Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Ich bin hier ja auf knapp 58 Meter und es hat heute nur gut was hergeschneit. Die Felder sind mal alle weiß. Ja, sind halt im Alpenraum. Aber ich dachte mir, es ist heute trist in trist, ein graues Wetter draußen und außerdem recht kalt. Und dann dachte ich mir, ich zeige euch jetzt so kurz vorm Jahresende nochmal, wie denn der aktuelle Stand mit dem Dumper ist. Ja, ihr fragt mich ja fleißig immer wieder mal, wann kommen endlich die Bausätze, wann geht es denn endlich weiter? Ihr seht schon, hier stehen zwei Modelle. Einer fährt, der andere nicht. Hier vorne, das ist momentan der Prototyp, das Testmodell. Der hat schon alle Bausätze verbaut, die es später einmal geben wird. Und dahinter steht noch das Original, weil zum Vergleich, also das ist jetzt der Prototyp. Und wir holen mal hier schnell das ursprüngliche Modell. So schaut es hier aus, wenn es aus der Packung kam. So habe ich es euch auch vorgestellt in dem Video, wo ich den bekommen habe. Und ich habe so eine Aufgabenliste mir geschrieben. Relativ lange Liste, die ich gesagt habe, okay, die müssen wir abarbeiten, das will ich alles umsetzen. Und ich habe, die Testphase läuft von dem Dumper mit den Bausätzen. Hier und da wird immer wieder was ausgetauscht, deswegen zeige ich da relativ wenig von. Es ist noch nichts final. Aber ich bin sehr zuverlässig, bin wahnsinnig zufrieden. Also jetzt die letzten Fahrten waren super. Und natürlich mache ich hier und da immer wieder mal ein Video. Die schneide ich euch hier im Anschluss an dieses Video einfach mit rein. Das sind immer kurze Testfahrtvideos. Das ist jetzt nicht irgendwie was Zeitfüllendes, sondern das ist, da fahre ich, glaube ich, mal über den Balken drüber und dann fahren wir ein bisschen auf der Baustelle spazieren und so weiter. Meine Kipper testen, mal zusammenkruscheln, was ich da noch an Videos jetzt Material gemacht hatte. Und das kommt jetzt hier im Anschluss. Aber zuerst zu den Sachen, die umgesetzt wurden. Ja? Das heißt, zuerst mal war ja das Thema mit den Rädern. Es ist wenig Material drin, aber deswegen freut es mich umso mehr. Die Radadapter sind fertig. Die Radadapter funktionieren hervorragend. Ihr kennt die von den anderen Umbauten, die es für die LKWs von mir gibt, also sprich für MAN, Mercedes und so weiter, gibt es die Radadapter. Hier gibt es auch die Radadapter. Sie sind ein bisschen anders. Und ich möchte nochmal dazu betonen, weil das natürlich auch viele fragen, es ist kein reines Druckteil. Ja? Also nur mit einem Plastikdruckteil geht es nicht. Also ihr könnt die Madenschraube nicht festziehen, das funktioniert nicht. Ich arbeite die an der Drehbank nach. Das heißt, natürlich ist die Hülle, das Grundgerüst ist ein 3D-Plastikteil. Alles andere nicht. Ja? Da steckt noch mehr dahinter, damit das Ganze auch später auf der Welle hält. Im Plastik, wo wollt ihr denn die Wadenschraube festmachen? Also so viel hält das Plastik dann auch nicht auf. Es sind hier ziemlich viele Kräfte am Werk, deswegen, ja. Die Radadapter sind dran, die sind wieder genauso einfach zu verbauen. Ich habe hier aufgeschrieben, als ich das angeschaut habe auf meiner To-Do-Liste, Radadapter ohne Drehbank einbaubar, ist machbar. Ja? Also auch hier würde ich wieder die Videos dazu machen. Die Radadapter, die sitzen, die passen, die werden wieder von außen leicht festgeschraubt. Wir schauen es uns nachher an dem Modell nochmal an. Ja, kann man Haken hinmachen. Zweiter Punkt war die 3D-Pendelachse. Vorne, hinten, Easy-Click. Ihr kennt es auch das schon vom MAN, vom Mercedes, dass ich sage, okay, einfacher Einbau, das was vorhanden ist, raus. Die Achse, Klick, hinein, vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, aber dann sollte das eigentlich auch schon passen. Das darf kein großer Akt sein. Und wie gesagt, die 3D-Pendelachse, die haben wir hinten drin. So, und was heißt hier 3D-Pendelachse? Das gleiche wie bei den anderen Modellen auch. Nicht nur so ein bisschen kosmetisches Hin- und Herschwanken, sondern richtig im Gelände ausgleichen, weil dafür ist das Gerät einfach auch da. Das heißt, wir können hier in diese Richtung pendeln und wir können in diese Richtung pendeln. Also so und zur Seite. Dadurch gleicht er sich aus und er schwankt trotzdem jetzt nicht wahnsinnig hin und her. Das ist jetzt das Drehgelenk hier vorne. Er ist also relativ stabil, auch im Gelände. Ihr werdet es auf den Videos sehen. Das ist also jetzt nicht so wie mein Saurer, der da vor sich hinschaukelt, sondern der fährt sehr stabil. Ja? So, auch hier einfachste Montage. Hier seht ihr die Schrauben von den Radadaptern. Wir haben ja hier einen Allrad in dem Fall, angetrieben von sechs Motoren. Vier hinten, zwei vorne. Einfache Sache, kommt überall rein. Das Ding ist Wahnsinn in der Verschränkung. Also es macht richtig Laune. Ich glaube, da, wo der nicht mehr hinkommt, da kommt auch alles andere nicht mehr hin. Gell? Da ist dann alles zu spät. Macht wahnsinnig viel Spaß, sind sehr langsame Motoren, wesentlich langsamer als die vom LKW und auch wesentlich kraftvoller. Ja?
Also Radadapter haben wir, 3D-Pendelachse hinten, wie gesagt, das 3D-Pendel mit dem Klickmechanismus, das kennen wir ja schon. Und vorne habe ich es im Endeffekt auch einfach gehalten. Es ist eine Montagehilfe mit dabei. Das heißt, rausschneiden, reinbauen, fertig. Ja. So, machen wir auch einen Haken hin. Das sitzt, das passt. Wie gesagt, ist noch in der Testphase. Das Plastikzeug, das arbeitet immer ein bisschen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Ich kann nicht davon ausgehen, wenn es jetzt einmal hier dreimal im Keller im Kreis fahren hält, dass das dann auch für immer hält und auch auf länger hält. Das Plastikzeug, das arbeitet sich leichter raus. Deswegen ist hier noch in der Testphase, aber bislang absolut zufrieden. Keine Schwachstellen, beziehungsweise die waren natürlich schon alle behoben. Das heißt, hier sind wir tatsächlich schon relativ final. Nächster Punkt war die Lenkung hier. Ich zeige es mal, das war die Originallenkung. Der lenkt hier nicht ganz ein. Gucken wir mal hier. So, also hier ist Ende, hier ist auch Ende. Ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich hatte mir aufgeschrieben, für die Lenkung Standard-Servos selbstrückstellend und mehr Lenkeinschlag. Mehr Lenkeinschlag habe ich. Ich stoße mit der Treppe im Endeffekt wirklich fast an. Den Rest habe ich mit den Servos einfach runtergeregelt. Es sind 20 Kilo Standard-Servos verbaut. Standard-Servos habe ich euch, glaube ich, das letzte Mal auch erzählt, wenn ihr das Video angeguckt habt. Einfach damit sie auswechselbar sind. Ja, dass ich sage, okay, ich baue jetzt keine Spezialservos ein oder irgendwas. Ich habe hier auch 40 Kilo Zugkraft beim Lenken, was auch bei voller Beladung im Material stehend kein Problem darstellt. Ist also locker machbar, hat da überhaupt keine Schmerzen. Und wie gesagt, auch platztechnisch gehen sie rein. Aber wenn jetzt mal etwas nicht mehr verfügbar sein sollte, also diese Servos gibt es nicht mehr oder andere Servos gibt es nicht mehr oder ich möchte gerne andere probieren. Das Standard-Servo hat einfach ein relatives Standardmaß. Manchmal sind die Nasen ein bisschen anders, aber das ist alles eher kosmetischer Natur. Ist hier alles möglich. Das heißt, ich kann auch mit anderen Servos fahren. Ich muss nicht genau diese hier verbauen. Ich kann auch sagen, nein, ich habe da andere Bezugsquellen und ich möchte was anderes ausprobieren. Geht hier alles rein. Ja. Also, wir haben Lenkung, Standard-Servos, dadurch natürlich selbst rückstellend. Er hat die Kraft, auch wenn er im Material steht. Natürlich, wenn ich ihn geknickt hinstelle und er steht so richtig halt im Dreck voll beladen, dann quält er sich. Also, macht man nicht. Man fährt, lenkt gerade, bleibt dann stehen. Ja. Bislang ist mir kein Servo abgeraucht. Glaube ich auch nicht, dass es passiert. Die Servos sind sehr stabil, sind jetzt auch keine 3,50 Euro Servos, sind doch etwas höherpreisigere. Aber wie gesagt, da sind wir relativ frei durch die Standard-Servos. Wenn jemand sagt, ah nein, ich fahre eh nicht irgendwo im Matsch oder beziehungsweise ich kenne mich damit aus, dass ich eben auch gerade hinfahre, wenn ich irgendwo stehen bleibe und dass der sich nicht da irgendwo zurückquälen muss, dann kann man unter Umständen auch leichtere nehmen. Also ich habe da jetzt wenig Bedenken. Ja, also Standard-Servos, selbst rückstellend auf jeden Fall und mehr Lenkeinschlag. Wie gesagt, ich komme hier fast ganz rein und hier ist wirklich jeder Millimeter, den ich hier weiter rumkomme, macht einfach einen kleineren Wendekreis. Gell? Und durch das Knickgelenk ist er sowieso wahnsinnig wendig auf der Baustelle. Also Lenkung habe ich auch mit drin. Hier gibt es auch einen Bausatz. Also ihr müsst ihn nicht irgendwie dann zusammenschustern, sondern auch hier für die Lenkung, für den Einbau von diesen Servos gibt es den Bausatz, wo dann alles mit dabei ist, außer die Servos, wo ich einfach sagen kann, zack. So baue ich es ein, auch hier wieder mit Anleitung natürlich. Und dann habt ihr das alles passend im Modell. Genau. Nächster Punkt, Easy Kip. Hat auch wieder seinen Platz gefunden. Momentan hier unten drin versteckt. Easy Kip, kennt ihr alle. Heißt, einfaches Einbauen, schnell und kräftig. Ja? Ist hier alles vorhanden, ist ein fertiges Teil. Baue ich ein. Ganz einfach, muss ein bisschen natürlich ausschneiden. Der Rahmen leidet etwas in der Mitte. Außenrum ist alles original geblieben. Ich muss nichts mit Alu auffüttern. Ich muss keine Stahlverstrebungen zusammenschweißen oder ähnliches. Das brauche ich alles nicht. Der Rahmen bleibt so, wie er ist. Und das hält ja auch noch gut aus, weil so viel Material nehme ich nicht weg. Ja? Also das passt alles da unten rein. Wir haben einen Endabschalter nach unten, nach oben in dem Fall auch. Denn bei nach oben habe ich ein bisschen was auch umgebaut. Also einfach auf Einbau. Kann ich gleich abhaken, das Easy-Kip-System, das kennt ihr auch, wie gesagt, von den anderen Fahrzeugen. Einfachste Methodik und funktioniert hervorragend. Schnell ist er, hier werde ich ja öfters gefragt, oh, kann man das nicht ein bisschen langsamer machen? Ich finde es genau richtig, wenn jemand das langsamer möchte, die Motoren haben Kraft, dann regle ich das über die Fernbedienung einfach etwas runter. Ja, ist also gar kein Problem, oder ich ändere die Kurve.
sollte jetzt für einen Modellbauer normalerweise kein Thema sein. Oder es ist ja proportional. Ihr fahrt, glaube ich, nicht irgendwie schwarz-weiß auf den Motor. Das heißt, ich kann natürlich dann auch sagen, ich fahre einfach etwas langsamer mit dem Joystick oder mit dem Steuerknüppel. Kräftig, keine Frage. Ich habe in dem Kipper-Video waren es 4,7, knappe 5 Kilo. Voll beladen mit Split. Locker. Gar kein Thema. Ja. Also das, da braucht man nicht umeinander tun. Endabschalter habe ich drin, natürlich nach oben, nach unten mit einem einfachen Einbau, also dass ich nicht erst wieder Platz suchen muss, gucken muss, wo bauen wir den jetzt vielleicht. Findet alles seinen Platz, gell? Ganz einfach, machen wir uns einfach. Die Zylinder bleiben dran, die passen auch, die bleiben original. War auch eine Punkte und ein stärkerer Kippwinkel. So. Messen wir nachher schnell raus, zeige ich euch nachher. Den stärkeren Kippwinkel habe ich auch geschaffen. Ich glaube, der Originale hat irgendwas um die 46, 49 Grad. Und hier sind wir bei 68, 69 Grad Kippwinkel. Ja. Hat einfach den Hintergrund, wir haben ja hinten diese, muss ich doch schnell umdrehen, damit ich euch das zeigen kann. Das war ja einer dieser Punkte. Wir haben hier hinten diese Abflachung drin. Ja, das heißt, wenn ich den hier ganz aufstelle, dann ist die nicht wirklich wahnsinnig schräg. Es bleibt viel liegen. Ja? Das heißt, hier wollte ich einfach ein bisschen mehr Kippwinkel nochmal haben. Wenn wir ihn eh schon oben haben, können wir auch gleich messen. So. 46,5 haben wir hier. Wollen wir das lesen? Ich hoffe, spiegelt ein bisschen. Okay. 46,5 Grad ist der maximale Kippwinkel, den der Original mitbringt. War mir zu wenig, deswegen, ja. So. Kann man hier stehen. Das nächste Thema war ja diese Motorhaube hier vorne. Umbau Original. Wir haben hier schon ein Batteriefach verbaut. Hervorragend, oder? Für die schnelle, für den schnellen Eingriff und das schnelle Einlegen von einem Akku. Ist also eine tolle Sache. Und das machen wir auch schnell, damit ich euch das mit dem Kippwinkel noch zeigen kann. Denn der Kipper ist ja nach unten gezogen. Kann ich also so nicht einfach aufstellen. Ja? Also hier haben wir schon das Batteriefach mit drin. Und ich fahre hier auch wieder mit den Zippies. Ach, hier ist alles zu eng. Das Ding ist zu groß. Das Ding ist eindeutig zu groß. So. Also, dann legen wir mal schnell das Batteriefach, schnell die Batterie ein. Und im Endeffekt ist es relativ simpel gemacht. Man kann es gut verstecken. Und ja, diese 1000er Zippies, 3 Stunden auf der Baustelle war jetzt kein Problem. Wir haben ja immer ein bisschen Pausezeiten mit drin. Deswegen ist das immer so eine Sache. So, also. Ja. Ich verquatsche mich schon wieder. So, 1000er Zippi, 1000 Milliampere sind da drin, also sprich 1 Ampere. Und ich bin gefahren, die längste Zeit am Stück waren 3 Stunden. Jetzt hat er natürlich immer Ladezeiten, das heißt, er steht so ein bisschen. Wenn er ein bisschen mehr im Durchfluss ist, ein bisschen mehr hergeschunden wird, sage ich aber 1,5 bis 2 Stunden mit einem 1000er Akku. Gar kein Problem. Sollte passen. Und wenn ich davon ein paar habe, die sind ja nicht allzu teuer, dann komme ich da auch sehr, sehr gut hin. So, Batterie ist drin. Und ich glaube, ich drehe das gerade mal um. So. Mal gucken, ob man das dann hier irgendwie sieht. So. Den müssen wir etwas gerade hinstellen, weil sonst quengeln natürlich die Servos umeinander. So. Also, Easy Kip. Ja, ihr seht schon, der geht ein gutes Stück weiter nach oben. Und wir messen gerade mal. Wir sind jetzt hier bei 59.
Er macht noch etwas mehr auf. Ich habe nur den Endabschalter. Momentan. Hört schon auf, oder? Ja, 59. Ich müsste nur den Endabschalter noch ein bisschen nachbiegen. Dann macht er noch ein bisschen mehr auf. Ausgereizt ist er irgendwo an die 70 Grad. Mehr macht er dann nicht. Ja, bin ich absolut zufrieden. Von dem her, flott ist er natürlich wie eh und je. Macht weit auf und es ist alles verbaut. Wie ihr seht, die Bausätze sind also fertig. Die Bausätze sind gerade in der Testphase. Folgt mir einfach auf meinem Kanal. Ich gebe euch natürlich Bescheid, wenn sie in den Verkauf kommen. Schaut auf meiner Seite vorbei, www.rc-bruderbaustelle.de. Da versorge ich euch natürlich auch mit den nötigen Informationen. Und ich würde sagen, ich teste jetzt mal noch ein bisschen weiter, spiele noch ein bisschen rum. Und jetzt im Anschluss kommen die Videos, die ich zum Testen schon mal ein paar gemacht habe. Ja. Bis dahin, wir sehen uns in 2019 und folgend und dann gibt es weitere Infos und News zum Dumper und natürlich zu vielen anderen Modellen, die noch kommen werden. Bis dann!